Liebe Zuschauer, Sie wissen ja, bei jedem Nichts-Los-Interview möchte ich Ihnen so gut wie möglich einen Einblick gewähren. In den Verein, in die Einrichtung oder wie heute in die Autorengruppe Pegasus. Und neben mir sitzt Reinhard Stender. Auch Pfeffi genannt, deswegen, wir sind schon beim Du. Ich nenne dich jetzt einfach mal Pfeffi, weil wir haben ist heute okay. Was ganz Besonderes vor. Wir wollen erstmal über die Autorengruppe sprechen. Wie kam das zustande? Pegasus, woher kommt der Name? Der Name, das ist eine Figur, ich weiß jetzt nicht mehr aus welcher Mythologie die stammt, das geflügelte Pferd, das im Prinzip die Dichtkunst darstellen soll. Mhm. Der Name Pegasus ist allerdings erst später entstanden. Die Autorengruppe selbst ist ungefähr im Jahr 2000 gegründet worden von Silke Richter, die heute beim Hoyerswerda Tageblatt arbeitet. Und sie hat die Gruppe zusammengenommen und es ging ihr im Prinzip damals darum, dass Leute, die in ihrer Freizeit in Hoyerswerda und Umgebung Gedichte oder Geschichten schreiben, dass die sich untereinander mit ihren Arbeiten austauschen können und dass man auch vielleicht gemeinsam Lesungen macht, um diese Arbeiten vorzustellen. Mhm. Und erst der Name Pegasus ist dann vielleicht um 2001 oder 2002 dann erst entstanden. Erst hieß es nur Autorengruppe oder literarische Autorengruppe. Mhm. Seit 2001 also schon der Name, sprich jetzt schon mittlerweile 15 Jahre. Wie oft trefft ihr euch? Wie muss man sich das vorstellen? Also wir treffen uns so ungefähr alle ein bis zwei Monate bei dem Herrn Dr. Mamat in der Praxis. Der hat dort einen Raum, wo wir uns versammeln können und dort reden wir über alle möglichen Sachen, also wir lesen uns unsere Arbeiten vor, reden aber auch über andere Dinge der Politik, oder die uns allgemein bewegen, erzählen uns auch ein paar Witzchen dabei und dann bereiten wir natürlich auch immer die nächsten Lesungen vor, vom Organisatorischen her. Nun habe ich gehört, jeder schreibt ja für sich seine Geschichten, seine Gedichte, etc. selbst. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, ich bringe einfach heute mal einen Blog mit und dachte, wenn du hier neben mir sitzt, schreiben wir einfach mal eine kleine Kurzgeschichte. Ich habe gehört, am 30.10. findet in der Kulturfabrik wieder eine Lesung statt. Genau. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wie beginnt das? Du schreibst ja selbst immer, denke ich mal, sehr oftmals. Ja. Was hast du zuerst, das Thema oder hast du zuerst eine Handlung, die du erzählen möchtest? Oder? Also das ist natürlich bei jedem sehr unterschiedlich. Also da geht jeder anders ran. Manche setzen sich vor ein weißes Blatt und sagen so, jetzt muss mir was einfallen. Und dann sitzen sie da und dann kommen sie nicht auf ein Thema. Andere haben die Geschichte schon lange im Kopf und schreiben sie einfach bloß auf. Also bei mir persönlich ist es so, dass ich so eine kleine Mappe zu Hause habe, wo ich Ideen sammle. Wenn mir irgendwann was einfällt, und das kann abends vorm Schlafengehen sein oder früh nach dem Aufstehen oder während ich mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre, kommt mir plötzlich so ein Geistesblitz nach einer Geschichte und dann schreibe ich so ein paar Stichpunkte auf einen Zettel und den lege ich in diese Mappe rein. Und irgendwann, wenn es wieder daran geht, dass eine Lesung bevorsteht, und ich sage mir, also zwei neue Geschichten musst du jetzt unbedingt schreiben bis zu der Lesung. Dann gucke ich mir die Zettel an und dann sage ich mir, also das ist hier, da kann man wirklich, wirklich was draus machen. Das können wir weglegen, das ist nicht so toll. Aber das und das, das wären so die Geschichten. Und dann setze ich mich hin und mache da erstmal so eine Grobskizze, wo das ganz grob der Ablauf ist. Und irgendwann setze ich mich dann hin und schreibe die dann ins Reine. Und das Schreiben dauert eigentlich gar nicht so sehr lange. Okay. 3-4 Stunden, dann ist die fertig, die Geschichte. Na, wir sind jetzt bei einer kleinen Kurzgeschichte. Ja. Fällt dir denn auf jetzt mal so spontan was ein, worüber wir schreiben könnten? Ansonsten, wir haben ja zum Glück Praktikanten bei uns immer. Ja. Und ich habe die mal davor gefragt, liebe Zuschauer. Und folgende Stichpunkte kamen jetzt mal ans Licht. Haus, Klein, Mulch und Treppe. So. Was war der dritte? Mulch. Mulch, das ist, was ist das jetzt? Das ist die. Ja. Das ist ein Tier. Wir sind ja hier im Natz gerade und unten im Aquarium schon. Ja, da habe ich nicht so viel Ahnung von Tieren.
Also streichen wir Mulch weg. Aber Haus klein und Treppe ist doch eine gute Idee. Wollen wir ja, damit vielleicht? Gut. Na, probieren wir es mal. Wie fängt man an? Einleitung? Na, da haben wir doch eine super schöne Geschichte, denke ich mal, hingekriegt. Oder? Was sagst du? Ja. Aber Kritik muss man natürlich auch einstecken können bei euch, oder? Wenn man eine Geschichte schreibt. Ja, es kommt natürlich drauf an. Ja. Also es wird jetzt nicht über jede Geschichte und über jedes Gedicht diskutiert. Mhm. Aber es gibt eben die Möglichkeit, wer das möchte in der Gruppe, der kann sagen, sagt mal bitte eure Meinung dazu. Und dann muss man natürlich auch das aushalten, wenn jemand sagt, das ist dir nicht so ganz gelungen. Also das würde ich anders schreiben. Und wenn man dann natürlich beleidigt ist und nach Hause geht und nicht mehr wiederkommt, dann ist das schon ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Das stimmt. Wie sieht es aus? Wir hatten jetzt auch mehrmals das Problem, wir sind einfach nicht weitergekommen. Na klar, wir hatten eine ungewöhnliche Situation, jetzt hier einfach auf die Schnelle was zu schreiben. Hast du Tipps, wenn man einfach keine Idee mehr hat, wie man weiterkommt? Was soll man da machen? Also ich kann nur als Tipp geben, wie ich das schreibe. Am besten ist immer, wenn man Geschichten schreibt oder auch Gedichte, langfristig im Voraus sich Notizen dazu zu machen und sich nicht vor ein weißes Blatt zu setzen. Das weiße Blatt da kommt nicht viel zustande. Also man muss im Prinzip schon im Kopf haben, wie läuft das Ganze ab und wie endet das. Hm. Nur dann wird das eine ordentliche Sache. Also am besten ist eben auch mit Notizen schon, mit Stichpunkten und so zu arbeiten und das schon langfristig zu machen. Wochen, Monate im Voraus. Also so sind meine Geschichten jedenfalls entstanden. Bei den anderen ist das sicherlich nicht immer so, aber weiß ich nicht, wie die das machen. Wir haben uns da auch nur wenig darüber unterhalten, wie den anderen ihre Geschichten und Gedichte entstehen. Hm. Aber ich nehme mal an, dass es die meisten so machen wie ich. Und man hat ja auch gesehen, auch wenn man sich ein weißes Blatt jetzt einfach mal nimmt, auf jeden Fall entsteht trotzdem was. Und ich denke, wir haben eine schöne Geschichte geschrieben. Die können Sie bei Facebook sehen oder bei uns auf elsterwelle.de. Da gibt es auch einen Link, da können Sie sie downloaden und ansehen. Und ich hoffe, wir haben Ihnen auch ein bisschen Lust gemacht, einfach eine Geschichte zu schreiben. Sie können jetzt zur Autorengruppe kommen oder wie gesagt am 30.10. zur Autorenlesung in die KUFA. Und ich danke dir fürs Interview. Bitte.